Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, um es gleich vorweg zu sagen, die Linke fordert mehr Geld und bundesweite Verantwortung für saubere Fahrzeuge in öffentlichen Fuhrparks. Worum geht es in diesem Gesetz hier? Mit dem vorliegenden Gesetz folgt die Bundesregierung bzw. die Koalition einer europäischen Richtlinie, die sagt, dass bis 2025 45% und bis 2030 mindestens 65% der Busse mit emissionsfreien armen Kraftstoffen oder vor allem mit Strom fahren sollen. Für die Nutzfahrzeuge in den öffentlichen Fuhrparks, also Müllwagen und Ähnliches, gelten niedrigere Quoten, aber der ÖPNV hat natürlich mit Abstand die größte Bedeutung. So weit, so gut. Wir unterstützen diese planmäßige Umstellung. Allerdings müssten die Quoten auch für die privaten Anbieter gelten, die sogenannten eigenwirtschaftlichen Verkehre. Das finden wir ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das Hauptproblem ist, dass sie nur einen Teil der zusätzlichen Kosten vom Bund abdecken lassen. Und damit halsen sie den Kommunen vor allem die höheren Kosten auf. Und sie bringen damit den ÖPNV, die ÖPNV-Angebote in Gefahr. Der Deutsche Städte- und Gemeindetag hat es ziemlich plastisch in seiner Stellungnahme beschrieben, dass es nicht nur darum geht, dass die Fahrzeuge teurer sind, sondern dass auch die Infrastruktur verändert werden muss, Ladestellen und so weiter, dass die Werkstätten umgebaut werden, dass Leute anders qualifiziert werden müssen. Und wir halten diese zusätzlichen Ausgaben auch für völlig richtig und notwendig. Denn volkswirtschaftlich lohnt es sich ja allemal, wenn der fossile Verkehr und, wenn es besseren ÖPNV gibt, vor allem der Autoverkehr, weniger wird. Aber wenn es nicht mehr öffentliche Mittel für die Umstellung gibt, dann werden vielleicht die Fahrpreise erhöht oder es werden Buslinien gestrichen. Und das darf nicht passieren. Im Gegenteil. Damit die Verkehrswende sozial und ökologisch gerecht wird, muss der ÖPNV doch viel stärker ausgebaut werden. Wenn Sie endlich aufhören würden, gleichzeitig Flugverkehr und LKWs zu subventionieren und immer neue Autoinfrastruktur zu bauen, dann hätten wir das Geld. Und wir wollen es umverteilen. 10 Milliarden Euro mehr jährlich für Bus und Bahn mitsamt guten Arbeitsbedingungen und sauberen Fahrzeugen. Und damit könnten wir übrigens auch wirklich etwas für die Zukunft der Fahrzeugindustrie in Deutschland tun. Es ist doch total verrückt, dass es keine Serienfertigung von Elektrobussen gibt in unseren hochgepriesenen Flaggschiffen der Industrie. Die Kommunen klagen über Lieferzeiten, die viel zu lange sind. Die klagen darüber, dass die Angebote, die sie brauchen, fehlen. Die klagen darüber, dass die Preise horrend sind. Derzeit kostet ein sauberer Bus dreimal mehr als ein Dieselbus. Wir wollen, dass es eine systematische Umstellung gibt, dass die Bundesregierung, dass der Bund es auch begreift als eine sozial-ökologische Umbaustrategie für die Industrie und damit einen zukunftsfähigen Weg einschlägt. Es könnte wirklich dafür ein Baustein sein, aber dafür müssten Sie entschlossener handeln. Danke. Vielen Dank. Das Wort geht an Stefan Gelpa von der Fraktion Bündnis 90 Die